bin nicht hierher gekommen zu Ihnen, um besonders höflich zu sein, auch nicht um unhöflich zu sein, aber ich bin gekommen, um deutlich zu sein, weil ich glaube, dass uns nicht geholfen ist in dieser Zeit, wenn wir hier Freundlichkeiten oder gar Harmlosigkeiten austauschen, die, wenn wir aus diesem Saal rausgehen, in der wahren Wirklichkeit keinen Bestand haben werden. Der Bankenindustrie, und das ist die zentrale Erkenntnis der letzten Monate, ist das Schlimmste passiert, was einem Wirtschaftszweig passieren kann. Er ist dabei, die Akzeptanz zu verlieren. Die Akzeptanz der Bevölkerung und von großen Teilen der politischen und wirtschaftlichen Eliten. Es geht der Bankenindustrie heute nicht anders als der Energiewirtschaft. Wir erinnern uns, auch hier stand nicht die Tatsache in Abrede, dass die Menschen Energie zum Leben und zum Betreiben einer Volkswirtschaft brauchen. Aber es stand in Abrede, dass man dazu zwingend die Nuklearenergie braucht. Auch hier steht nicht in Abrede, dass man Geld und Dienstleistungen rund um das Geld dringend braucht zum Leben und zum Betreiben einer erfolgreichen Volkswirtschaft. Aber das Argument, dass dazu bestimmte Dienstleistungen, dass dazu die Hedgefondsindustrie, das Investmentbanking, wie es heute betrieben wird, das Spekulative und Derivative notwendig ist, das wird bestritten. Die Fragen, die sich anschließen, könnten nicht unbequemer sein. Und ich glaube, so wie die Energiewende am Ende zwingend war, ist die Bankenwende heute auch zwingend. Akzeptanz ist in der Marktwirtschaft, in der Demokratie die Grundlage für jedes Geschäftsmodell, auch wenn das in keiner unserer PowerPoint-Präsentationen auftaucht. Vertrauen ist die westliche Leitwährung für jede Art Unternehmung und sie lässt sich nicht hedgen und nicht manipulieren. Und die Energiewende wurde von Roten und Grünen angestoßen, am Ende von Konservativen vollendet, so wird es hier auch sein. Die Bankenwende wird von jedweder politischen Konstellation, Sie sollten alle Hoffnungen auf irgendwas beerdigen, in allen westlichen Ländern vollendet werden, weil die Bevölkerung es will. Weil die Fragen, die gestellt werden, berechtigt sind. Sie sind beides. Sie sind berechtigt und unbequem. Aber ich glaube, sie sind notwendig unbequem. Verdienen Banker, was sie verdienen? Welche Geschäfte nutzen, welche Schaden der Gesellschaft? Ist es zulässig, dass eine Bank eine Bilanzsumme hat, die größer ist als das Sozialprodukt ihres Landes? Und wenn die Antwort ja ist, welche Sicherungen zieht sie ein, dass die Gesellschaft dieses Landes am Ende nicht gerade stehen muss? Ist es zulässig, dass eine Notenbank tagtäglich und mittlerweile in Summe Billionen in die Märkte injiziert, retten wir Banken und ruinieren wir damit Sparer? Das sind Fragen, die gestellt wurden und die beantwortet werden müssen. Hier im Dialog. Ich würde vorschlagen, im Dialog auch der verschiedenen Gattungen, der privaten Banken, der genossenschaftlichen und der Sparkassen. Sie sollten den jahrzehntelangen Streit untereinander beenden und diesen Dialog gemeinsam führen. Sie sollten nicht den Fehler machen von Jürgen Grossmann. In den aufbrausenden Wind nützt es nichts, Mauern zu bauen. Bauen Sie Windmühlen. Ihr Gegner, meine Damen und Herren, so sehe ich die Sache, sind nicht die Bürger, sind nicht die politischen Parteien, ist nicht die Gewerkschaft, ist auch nicht Occupy, ist auch nicht die Wirtschaftspresse. Ihr Gegner schläft im eigenen Bett. Misstrauen Sie denen, die Ihnen jetzt raten in der Firma, Helm enger schnallen, da kommen wir durch. Feuern Sie die, die Ihnen sagen, die normalen Zeiten kehren zurück. Setzen Sie jetzt auf die, die verrückt sind oder als Verrückte gelten in Ihren Firmen. Die Normalen haben Sie dahin gebracht, wo Sie heute sind. Misstrauen Sie auch den Politikern, die Ihnen im Vier-Augen-Gespräch sagen, morgen unterstützen wir dich, um Sie dann in der nächsten Talkshow zu verraten. Ich würde vorschlagen, lassen Sie die Redemanuskripten, die Ihnen Ihre Stabsabteilung für heute geschrieben haben, allesamt in der Tasche. Kommen Sie nach vorne, machen Sie den offenen Dialog, einen Dialog unter Freunden. Er muss gelingen und er wird gelingen, weil er gelingen muss. Und ich glaube, es ist die Aufgabe und die Verpflichtung dieser Generation von Geldexperten, die hier heute im Saal sitzen, eine Antwort zu finden und diese Bankenwende, diese Kulturrevolution ihres Gewerbes zu vollenden. Oder, um es optimistisch zu sagen, mit dem Romancier Oscar Wilde, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut wird, dann war es noch nicht das Ende. Vielen Dank, der Bankenkongress ist hiermit eröffnet.